Matchsaal alles sein für die Premiere von Weißbier im Blut. Und dann schlägt das Wetter um, als vor der Fotowand ein sommerliches Blitzlichtgewitter losbricht. Man geht auf Tuchfühlung. Kaum ist Mitte Juni, haben wir schon die erste Kinopremiere in dem Jahr. Ein vertrautes Bild und doch irgendwie ungewohnt. Wie geht's Ihnen? Irgendwie strange. Auch so. Fremd. Ich fremdle noch mit allen. Ist für mich alles ungewohnt. Ja, Premiere, klar. Es ist wahnsinnig vertraut. Also als wäre irgendwie nichts dazwischen gewesen. Also dieser dunkle Winter. Da sagst du mal, wie schnell der Mensch vergisst. Manche traue ich mir gar nicht mehr ansprechen. Man weiß nicht, gibt man sich die Hand oder was sind jetzt die Regeln? Das ist eigen, ja. Fremdel. Ich stehe hier und denke, warum bin ich jetzt nicht an der Isar oder... Und was wollen die alle hier? Ins Kino gehen bei 30 Grad. Normalerweise wird doch jetzt kein Mensch ins Kino gehen bei 30 Grad. Das ist doch saure Gurkenzeit. Und jetzt gibt es ein paar Leute, die haben völligen Entzug. Die gehen auch bei 30 Grad plus gehen die noch ins Kino. Zwecks der Klimaanlage? Ja, wahrscheinlich, ja, genau. Da habe ich überhaupt nicht dran. Das sind die, die wegen der Klimaanlage ins Kino gehen. Nein, es fühlt sich gut an oder so. Ich glaube, man rutscht jetzt so allmählich wieder in die Normalität. Ich hoffe. Apropos Premiere, was hast du denn in den letzten Monaten zum allerersten Mal gemacht? Hast du die Zeit genutzt? Hast du eine neue Sprache gelernt? Hast du ein neues Hobby? Hinterglasmalerei oder so? Nein. Ich habe mir sehr viel vorgenommen mit Sprache und so. Und es ist beim Vorhaben geblieben. Ja, fast. Also ich habe Hochdeutsch gelernt, tatsächlich. Ich habe Sprecherinnen-Ausbildung gemacht. Ich bin jetzt Synchronsprecherin. Und das hat mir ganz gut da. Also weil ich kann ja eigentlich bloß Bayerisch. Und habe gedacht, naja, man kann sich ja noch ein bisschen fortbilden in Fremdsprachen. Ich habe in einigen Sachen Ordnung gemacht und so. Und das ist so ein bisschen eine melancholische Rückschau aufs Leben gewesen. Beim ersten Lockdown schon. Und da, wenn dann der Keller und alles mal gut aufgeräumt ist und so, dann wird es Luxus, die allen Sachen, die jetzt noch dazukommen. Ich habe seit langem mal wieder ein überfettes Buch gelesen. Ich habe jetzt einen Umzug gemacht nach 34 Jahren. Erst hat man sich ja kaputt gestreamt, bis man die Überdosis hatte. Und dann bekam ich ein Buch geschenkt und dann habe ich tatsächlich 3 Wochen keinen Film mehr geschaut, weil das hatte 1200 Seiten. Und ich habe mich jeden Tag darauf gefreut, am Abend wieder 100 Seiten zu lesen. Worum geht es denn in Weißbier im Blut? Weißbier im Blut ist ein Antikrimi, weil der Kommissar, der will ja eigentlich gar nicht mehr ermitteln. Der will ja durch einen Dauerrausch seine Frühpensionierung erzwingen, weil er eigentlich nicht mehr an das Schuldprinzip glaubt. Weil er glaubt nicht an die Mündigkeit von den Menschen. Also die Leute, die er so im Laufe der Zeit verhaftet hat, da hat er nicht das Gefühl gehabt, dass die wissen, was sie tun. Deswegen will er den Beruf eigentlich loswerden. Und deswegen würde ich sagen, ist das ein Antikrimi. Bitte da. Wir haben einen Mordfall. Ach, ich hab mir jetzt gerade einen Schweißbrand bestellt. Bestellt ihn wieder ab. Ich is ganz schnell. Sie sind der schlechteste Mordkommissar von ganz Niederbayern. Wahrscheinlich von der ganzen Welt. Also das waren jetzt 5 Weißbier, 6 Obstler und der Schweinsbrand, gell? In dem Film geht es um einen mürrischen Dorfpolizisten in Niederbayern. Da liegt natürlich der Verdacht nahe, dass Weißbier im Blut auf den Zug der erfolgreichen Eberhofer-Filme aufspringen will. Tatsächlich aber wurde das Drehbuch bereits geschrieben, bevor überhaupt der erste Eberhofer-Roman veröffentlicht wurde. Die Eberhofer-Krimis, ich schaue die auch gern. Die sind halt Gaudi-Filme. Und was wir gemacht haben, ist halt mehr eine Satire. Es ist kein reiner Gaudi-Film. Es ist eher so eine Mischung aus schwarzer Komödie und Satire. Eberhofer ist eine eigene Geschichte. Es sind beide in Niederbayern angesiedelt, aber ich glaube, die kann man nicht vergleichen. Das Drehbuch, das stand ja schon 2007. Damals war das, ich habe mehrere Drehbücher geschrieben, die der Xaver Schwarzenberger gedreht hatte.
Und auch das wollte der Xaver Schwarzenberger damals drehen, 2007. Und das ist damals halt nicht zustande gekommen. Aber Nachahmer sind wir auf keinen Fall, aber auch nicht Vorläufer. Ich würde das gar nicht vergleichen. Das sind ganz unterschiedliche Filme. Natürlich ist der erste, wenn man den Trailer anschaut, dass man sagt, oh, gefährlich, könnte in die gleiche Ecke kommen. Aber ich glaube, die Leute, die das so sehen wollen, werden es so sehen. Und die den Unterschied sehen, werden den Unterschied sehen. Ich liebe beide. Ich würde mal sagen, das Tolle, und das ist ja wieder mal, dass es bayerische Filme gibt, die dann so ein breites Spektrum haben. Und ich glaube jetzt nicht, dass jemand, der Eberhofer-Krimis liebt, ich liebe die selber total, jetzt sagt, ja, das mit dem Weißbeinblut, das ist jetzt schlechter, weil der ist letztendlich ganz anders. Also der hat so eine Poesie und auch wieder so eine Schwere, und das haben wir Bayern ja auch. Also, und von dem her gesehen, können wir uns da, glaube ich, bloß glücklich schätzen, dass wir so ein Angebot haben. Das ist genau das, was die Leute jetzt wollen. Also ein bisschen einen schrägen Film, weißt du schon. Wie ist denn der Rest von der Leiche? Vielleicht im Mähdrescher. Also Gulasch? Ja, mehr so eine Roulade. Die macht so Bündel. Mahlzeit. Wissen Sie schon was? Bin ja gerade erst gekommen. Außerdem ist mir schlecht. Ich habe einen furchtbar fetten Schweinsbrand erwischt. Willst du einen Schnaps? Gern. Oh, das wäre gut. Wo warst denn du eigentlich, wie das passiert ist mit dem Mähdrescher? Ohne meinen Anwalt sage ich gar nichts mehr. Ja, klar. Und Sie irgendwelche Depressionen? Nicht, dass ich wüsste. Ich möchte, dass Sie sich einer psychologischen Untersuchung unterziehen. Machen Sie gerade verdeckte Ermittlungen im Pennermilieu? Na, wieso? Haben Sie generell Zweifel am Schuldprinzip? Sie nicht? Sie sind für einen Polizisten außergewöhnlich intelligent. Oh. Wir haben wieder einen Mord. Es geht darum, ob der Wirt es darf, dass ich vollen Einsatz bringen muss. Das ist normal. Damit meint er aber seinen Hosentüren. Außerdem verlangt er unnatürliche Stellungen. Es läuft halt auf so eine Art Kunstturnen hinaus. Es ist halt mühsam, sonst weiß man ja wurscht. Haben Sie denn gar niemand daheim? Meine Frau ist schon vor Jahren mit einem Schwerbehinderten durchbrennt. Steh du. Jetzt hör auf! Schaffen Sie den Betrunkenen da weg. Kriminalpolizei, ich muss den Mann verhören. Darf ich noch mal Ihren Ausweis sehen? Was ist denn los? Ja, guten Morgen. Es ist schon Mittag. Ich denke, ich bin suspendiert. Weißbier im Blut heißt der Film. Was würde man bei dir im Blut finden im Falle einer Obduktion? Ha, gute Frage. Vielleicht habe ich noch ein bisschen zu viel Zucker, obwohl ich schon seit 6 Jahren kein Breckel Zucker mehr gegessen habe. Und ansonsten, was habe ich im Blut? Enthusiasmus. Gute Energie. Was würde man bei dir im Blut finden? Ja, also im Sommer gerne mal ein Rosé, ein Weißwein, solche Sachen, aber auch ab und zu ein Weißbier. Bei mir? Ein helles, Augustiner hell. Gerne Kaffee Coretto mit Grappa und ab und zu ein Willi. Klassisches Herrengedeck? Ja, klassisches Herrengedeck. Gedeckzwang, 1 und 2 gibt's. Also 1 mit Grappa, 2 mit Williams. Na dann, Prost! Und Stößchen auf das Kino. Das Filmtheater am Sendlinger Tor hat als eines der ersten Kinos der Stadt wieder geöffnet. Die meisten anderen ziehen am 1. Juli nach.